Ich hatte Glück und fand die Spur eines Mannes mit einer salamanderförmigen Brosche in einer Siedlung außerhalb von Vysima. Die Leute hier scheinen etwas über diese Organisation zu wissen. Ich muss ihr Vertrauen gewinnen, um zu erfahren, wo ich die Salamander finden kann. Ich sollte mit den bekanntesten Anwohnern reden. Gesucht. So, ich fand einen Haftbefehl für den Professor, den Mann, der für den Überfall auf Kaer Morhen und für Leos Tod verantwortlich ist. Wenn der Professor gesucht wird, müssen die Salamandra Feinde haben. Ein Feind meines Feindes ist mein Freund. Ich sollte mit der Stadtwache in Vysima sprechen und sehen, ob sie mir helfen können, die Feinde des Professors zu kontaktieren. So, der Angriff der Bestie hat den Jungen verängstigt. Er fiel in eine magische Trance und hatte eine Vision. Wie es scheint, birgt auch das Umland manche Mysterien. Um sie zu ergründen, muss ich den Geistlichen aufsuchen. Okay, also, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich glaube, hier drin ist nichts mehr in der Schenke. Was ist das hier? Da sind noch Fässer und Kisten drin. Zu schlagen. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Ajo, ja klar. Langweilig. Warum auch nicht? So. Kümmerlicher Faustkämpfer. Ja, nein, ich hab keinen Bock auf Faustkampf. So. Gut. Umland von Vysima. So. Trunkenbold. Seid wachsam. So, mal gucken, wo sind wir gerade? Wir sind hier. Wir können mal gucken, ob wir zum Haus des Geistlichen kommen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Springen kann ich hier nicht, glaube ich. So, Bandit, na toll. Warum so zaghaft mit ihr, Batsch? Fräulein Wessner hat wohl ungebetene Gäste. Seid ruhig grob, traut euch. Oh, diese widerspenstige... Richtig durch. Mal sehen, wie gut ihr wirklich seid. Okay. Kann's nicht erwarten. Seid ihr's? Hexer, Hilfe! Schwört ab, Mehlhaut, hier sind keine Ungeheuer. Schrumpfen euch die Eier, Butch? Schnauzeweib, ich zeig euch ein paar Eier. Und ich schneid sie dir gleich ab. Die werdet ihr in Weißt du, ich sag so, ja, die schneide ich mir gleich ab und die kommt gleich, die werdet ihr in Bälde verlieren. Bauernzwistigkeiten interessieren mich nicht, doch wir helfen ihr. Die werdet ihr in Bälde verlieren. Das werdet ihr bereuen. Sterbt! Mal sehen, wie gut ihr wirklich seid. Wieso sind die jetzt weggerannt? Hä? Habe ich es jetzt geschafft, oder? Helft ihr mir? Ich fürchte mich vor Hunden und Strolchen, doch ich muss nach Hause. Hä? Gewiss doch. Nachtigall verspätet sich. Beeilung, ich hab nicht die ganze Nacht Zeit. Hä? Okay. Wer ist denn das Haus? Okay. Ach, da ist jetzt der rote Dingens da, okay. Hä, aber das mit dem Banditen check ich gerade nicht. Das mit dem Banditen war jetzt echt seltsam gerade. Ich hab die jetzt vertrieben, aber die sind abgehauen. Hä? Ist das so gewollt? Wessner, du kommst ganz brav mit, ne? Ja. Okay, roter Ding heißt, ich muss in die Richtung ungefähr. Ich bleibe mir ein bisschen auf dem Weg, weil ich nicht weiß, was da alles auf mich zukommt. Gut. Thank you.
So, geil. Es sind diese Hunde. Diese Höllenhunde. Ihr seid gerettet. Sie sind fort. Okay. Das haben wir. War noch ein anderer irgendwo? Nee. Da ist ein Ghoul da hinten. Schön. Da brauchen wir den Bestiarumseintrag. Vor allem, ich brauche erstmal eine Silberwaffe, glaube ich. Da habe ich noch keine. Bin mir aber nicht sicher. So. Beeilung, ich habe nicht die ganze Nacht Zeit. Ja, sehr gut. Bin ich schon da? Nee. Tollwütiger Hund, verschlossene Tür, verschlossene Tür. Schön, dass alle Hunde tollwütig sind im Übrigen. Westner Hood. War das nicht eigentlich die in der Bar, die wir angesprochen haben, ob es ein braves Mädchen ist? War das nicht die? Das sieht zumindest genauso aus, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Sie waren hinter uns her. Als würde irgendetwas sie kontrollieren. Los jetzt. Wir sind fast da. Jo. Die Frage ist aber... Nachtigall verspätet sich. Okay, die Frage ist aber trotzdem... Achso, es war die Axt. Okay, ich muss... Das Kampfsystem ist trotzdem... Es ist ein bisschen... Ich finde das Kampfsystem sehr gut, aber es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil... Neue Region wird betreten. Umland. Geil. Weil du musst halt dieses Klicken, ne? Im richtigen Moment draufklicken dann, dass du halt diese Combo machst. Das ist sehr geil gemacht, aber da muss man ein bisschen üben, dass man reinkommt. Hallo. Wer so nett ist, bekommt immer seinen Lohn. Super. Beeilung, ich habe nicht die ganze Nacht Zeit. Ja. Da sind wir. Wir sind da. Hab Dank. Wie kann ich euch das vergelten? So. Werden wir uns wiedersehen? Nicht zu danken. Auf bald. Werden wir uns wiedersehen? Ich weiß nicht. Ich wohne bei meiner Großmutter und möchte sie lieber nicht schockieren. Was würde sie denn schockieren? Alles. Es sei denn, wir würden zusammen beten. Aber ich kenne da eine alte Mühle. Abgeschieden und ruhig? Genau. Aber die Leute sagen, es spukt dort. Nicht, dass der Geist des Müllers uns stört. Was? Gespenster würden es nicht wagen, einen Hexer zu stören. Andere bleiben diesem Ort aus Angst fern. Gut. Wir sehen uns morgen nach Sonnenuntergang. Bringt ihr den Wein, ich sorge für das Essen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wegen Triss und so. Das wollte ich wirklich nicht. Das ist ja bescheuert. Das wollte ich gar nicht. Ich dachte... Okay, ich muss echt aufpassen in dem Spiel, dass so eine... Ja, so eine Banalie wie... sehen wir uns wieder? Dass das heißt wie... dann geht's richtig zur Sache. Ja, klar. Warum auch nicht? Abgeschlossen. Natürlich. So, Kapelle des ewigen Feuers, tollwütiger Hund. Ich frage mich gerade, warum er den letzten Schlag nicht gemacht hat. Ich glaube, diese tollwütigen Hunde werden alle zu diesen
komischen Viechern. Aber warum? Haben wir eine Tür? Okay. Ja, wir gehen mal rein. Achso. Hallo. Lasst euch nicht töten. Viele Tiere starben an der Pest. Wie soll ich bloß die Kinder ernähren? Ich habe keine Zeit zu reden. Okay. Ich habe etwas für dich. Vielleicht könnten wir ein Arrangement treffen. So, Bestechungsgeld. Links klickt während eines Gesprächs auf Bestechung, um eine Summe zu bestimmen und zu versuchen, damit Charaktere zu bestechen. Die Charaktere gehen unterschiedlich auf Bestechungen und mancher mag gar beleidigt sein, wenn das Bestechungsgeld zu bescheiden ausfällt. Was? Ich will nicht bestechen. So, die will die Dinge ernähren. Ich kenne nur alte Fabeln. Okay, die würde ich gern hören. Die würde ich gerne hören. Meine Enkel lieben Geschichten über ertrunkene Tote. Etwa die der verschmähten Müllerstochter, die sich in die Fluten stürzte, einen Mühlstein um den Hals. Wenn jemand blind vor Leidenschaft ertrinkt, so kehrt er als ertrunkener Toter wieder. So auch die Müllerstochter. Sie verfolgte nächtens die Lebenden, bis die Ritter vom Orden der Flammenrose ihr ewige Ruhe gaben. Mhm. Aha. Okay. Der Orden der Flammenrose löscht Ungeheuer aus? Seine Ritter beschützten uns unentgeltlich. Unfaire Konkurrenz, würde ich sagen. Ja, ist ja toll. Ich kenne keine weiteren Geschichten. Fragt anderswo. Okay. Ach, na komm, steh mal auf. Ich will mit dir reden. Hallo? Ich sage nichts. Das ist ja toll. Schrank. Ich habe nicht genug Kraft. Kann ich die einfach alle ausrauben? Ich glaube, ich kann die alle ausrauben. Ich bin total fies. Tür. Ja. Abgeschlossen. Okay, ich habe keine Ahnung, ob das so gewollt ist. Lass uns mal überraschen. So, ja. Irgendwie, also ich musste noch ein bisschen reinkommen, das merke ich gerade. So, alles nehmen. Aber wir kriegen dadurch diese Köpfe. Wie viele Köpfe haben wir jetzt mittlerweile schon? Feuerstein. Bargis-Schädel. Haben bloß einen bisher, das ist ja toll. Ach nee, hier, Bargis-Schädel, 10 Stück. Finde ich gut. Können wir die Irgendwas habe ich jetzt gemacht. Ach, ich habe die Waffe gezogen. Okay. Hier, wo ist denn Abigails Haus? Ich bin hier, Kapelle, Haus des Geistlichen, Mühle. Ach, wo ist das Haus des Geistlichen? Hier ist das sein. Ist das das hier? Tür zum Haus des Geistlichen. So. Sehr gut. Achso, die Ladezeiten sind schneller. Ich habe das Ganze nämlich auf die SSD gepackt. Speichern. So, das ist jetzt ein bisschen schneller, nämlich das einfach nur zur... Euer Inventar ist voll. Bernstein. Ah, ist ja sehr schön. Kann man hier irgendwas tun? Okay. Was ist das hier? Ein wertvoller Gegenstand, der verkauft oder verschenkt werden kann. So, was machen wir folgendes hier? So, wir futtern das mal. Und dann können wir das hier nehmen. So, Kommode. Ich muss mal Sachen einlagen. Was ist das? Grundlagen der Alchemie. Ich muss, glaube ich, mal... Ich muss die Sachen hier weglegen. Das sind nur die Sachen, die man im Rucksack haben kann. Ach so. So, was haben wir hier noch? Nierenfett. Hervorragend. Brauche ich das Zeug, der Ghoul-Vertrag?
Traue ich denn eigentlich den Vertrag? Was ist das hier? Honigwabe. Aha. Was ist das? Seltener Ring. Ein wertvoller Gegenstand, der verkauft oder verschenkt werden kann. So. Machen wir mal so. Geistliche, hi. Hinfort, Teufelsbrut. Beruhigt euch, Priester. Ich will nur mit euch reden. Es gibt nichts zu bereden. Oh doch, das gibt es. Ich suche die Salamandra. Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns euretwegen töten. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Was schwebt euch vor? Euch macht eine Bestie zu schaffen. Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein. Berengar. Er versprach, die Bestie zu erschlagen, floh jedoch, als er sie heulen hörte. Ich bin nicht Berengar. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis. Im Dorf gibt es 5 Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund. Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben, auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist, urteilt nicht vorschnell, denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem, nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Na gut, aber das kostet euch 100 Orens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen 5 Kapellen brennen. Okay. Ich ruhe mich aus. Na klar. Ich suche nach Männern, die Salamanderabzeichen tragen. Das ist nicht klug. Wieso? Die zu verärgern, kann euer Leben verkürzen. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Vor euch kam hier schon ein anderer Hexer vorbei. Der war genauso eingenommen von sich selbst wie ihr. Doch seht ihr ihn hier? Nein, denn er ist geflohen. Ich bin nicht er. Seid nicht so überheblich, was die Salamandra angeht. Das ganze Dorf fürchtet sie, und das nicht grundlos. Ihr müsst uns alle überzeugen. Was kann ich tun? Für mich wünsche ich mir, dass ihr die Bestie vernichtet. Was die anderen angeht, besucht Odo, Mikul und Haren. Könnt ihr deren Probleme ebenfalls lösen? Sind das so etwas wie Älteste? Alle kennen und achten sie. Odo ist reich, Haren ist Kaufmann. Mikul gehört zur Stadtwache. Wenn ihr deren Vertrauen gewinnt, gewinnt ihr das Vertrauen des ganzen Dorfes. Das werden wir sehen. Wartet. Die müssen glauben, dass ich euch geschickt habe. Zeigt ihnen diesen Ring des ewigen Feuers. Okay. Zieht das Siegel auf den markierten Platz, um den Siegelspieldialog zu aktivieren. Links klickt während einer Unterhaltung auf Siegel, um den Ring zu zeigen. Charaktere, die den Siegelring anerkennen, werden euch freundlicher gesonnen sein. Die Wahl eines unangemessenen Siegels könnte einen Charakter vor den Kopf stoßen. Berengars Geheimnis. Okay. Sprecht, schnell. Jawohl. Verzeiht. Was war das noch gleich mit dem Feuer und den Kapellen? Zündet nachts in jeder der 5 Kapellen des ewigen Feuers in unserem Dorf eine Kerze an. Lebt wohl. Ja, man könnte auch den Dialog einfach offen lassen. Sprecht, schnell. So. Ich hörte, die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Wenn ihr beweisen könnt, dass ihr einen getötet habt. Ich komme mit einem Beweis zurück. Beeilt euch. Okay. So, erhalten ewiges Feuer. Inventar voll. Ach ja, Siedler, ich fand das nicht sehr schön. Sprecht, schnell. Okay. Seid ihr der Kaplan des ewigen Feuers? Ja, Heide. Nur das ewige Feuer kann uns vor dem weißen Frost retten. Tatsächlich. So steht es in der Prophezeiung von Idlinne, der Elfenhexe. Ach, wirklich? Die alte Welt wird untergehen und neu geboren werden aus einem Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Ihr scheint euch zu widersprechen. Ihr macht euch über mich lustig, Hexer. Sagt mir, wer gab euch das Recht, euch in der Menschenangelegenheiten einzumischen? Ihr, ein emotionsloser Mutant, antwortet, wer?
So. Das ewige Feuer ohne Zweifel. Ich entschuldige mich, Geistliche. So. So. Ich könnte jetzt vor den Kopf stoßen oder ich entschuldige mich. Jetzt ist die Frage, wenn ich halt, ich will ehrlich gesagt nicht vor den Kopf stoßen, weil ich dann, weiß ich nicht, wie die Auswirkung dann ist. Na komm, Entschuldigungsmann. Ich entschuldige mich, Geistlicher. Wer immer Gotteslästerei betreibt, der verdient keine Gnade. Noch etwas. Sprecht, schnell. Adieu. Okay. So, das Tolle ist, hier ist der Siegelring des ewigen Feuers jetzt. Der liegt da unten. Kann ich den jetzt hier aufnehmen? Nee, ne? Nee. Ich muss unbedingt mal das Inventar leer kriegen. Ich muss irgendwas mit dem Inventar machen. Ich bin mir noch nicht sicher, was. Händchenkoll. Was habe ich denn hier eigentlich alles dabei? Kuhmilch. Komm, dann trinken wir die mal. Dann können wir hier den Ring aufheben, dann können wir den auch gleich... Kann ich den anziehen dann eigentlich? Oder... So. Siegelring des ewigen Feuers. Okay, so, haben wir die. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz Treppe nach unten. Wo auch immer es dahin geht. So. So, ja, das ist viel schneller. Spiel auf SSD packen, rennt einfach wie die Angst, finde ich gut. So, jetzt muss ich ganz nochmal gucken. Ich habe doch diese eine Quest jetzt hier mit der... Gesucht, der Ghoulfanger, Berengars Geheimnis. So, die Spur der Salamandre, ertrunkener Vertrag, Bargast, Berengars Geheimnis. Geistlicher Anführer der Bewohner des Umlands ist ein dominanter Priester des ewigen Feuers, der sich Geistlicher nennt. Seine Autorität umfasst nicht nur das Reich des Spirituellen, die Leute aus der Stadt und im Dorf Umland befolgen seine Befehle in jeder Hinsicht. Der Geistliche ist ein religiöser Fanatiker und Scheinheiliger. Er findet mühelos Schuld, wo es keine gibt und übersieht wahre Untaten. Der Geistliche lebt in der Stadt gleich links vom Tempel. Tagsüber betet er entweder oder kümmert sich um den Schrein. So, So. Nur sekundäre Quests. Der Ghoul-Vertrag. Okay, ich muss mit der Flasche Wein jetzt hin. Das muss ich mir aber merken dann offensichtlich. Halt, Streuner! Was seid ihr überhaupt? Ein Hexer. Wir sind die Bürgerwehr, Hüter des Friedens. Ich ziehe los. Wir müssen uns vergewissern, dass ihr nicht krank seid. Ich bin immun. Das sagt mir nichts. Müssen wir prüfen. Was jetzt? Naja, ihr seht schändlich aus. Aber gesund. Zieht weiter. Adieu. Ein toller Test. Finde ich super. Glossar, Hexe. Okay, kann ich das einsammeln? Sieht so aus, als könnte ich es einsammeln, aber kann ich offensichtlich nicht. Ich brauche eine Flasche Wein oder muss ich irgendwie... hallo? Hallo? Was? Hallo? Ich weiß gar nicht, was das jetzt... Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt gesehen hat, aber... Das Spiel ist eingefroren. Okay. Ich mache ganz kurz mal den Break. Nur um sicher zu gehen. Wir sehen uns gleich wieder. Hier ist gerade irgendwie alles eingefroren. Ich weiß nicht, warum. Das muss ich mir angucken. Sorry, bis gleich. Tschüss. So, hallo an alle. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück.
Ich habe gerade mal geguckt, keine Ahnung, was das gerade war. In der Aufnahme war tatsächlich alles drin. Aber Windows ist aus irgendeinem Grund so halb eingefroren. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Spiel lag oder am Rechner. Der macht momentan immer so ein paar komische Sachen. Und ich hatte mir tatsächlich, von Pineapple Game Studios, hatte ich mir eigentlich versucht, einen Keymapper zu installieren für Gamepad und so weiter. Und die gekaufte Version davon ist offensichtlich ein Virus. Ja, das habe ich dann leider zu spät festgestellt. Und ich hoffe, ich habe den runtergekriegt. Aber ich weiß nicht, ob der das ist oder... Ja. Ich dachte, er wäre ein Bandit. Die Stimme passt überhaupt nicht zu ihr. Weißt du, sie sieht so mega jung und fesch und dynamisch aus. Und hat die Stimme von einer sehr alten Dame. Ich dachte, er wäre ein Bandit. Okay. Naja, also keine Ahnung, was das war. Ich hoffe, es ist jetzt weg. Dass das nicht mehr passiert, das wäre sehr schön. So. Wir haben diese komischen Schreine hier. Da müssen wir jetzt Teelichter drauf packen. Ja, gut. So. Okay. Naja, so langsam. Ja, willst du mich trollen oder was? Stufe aufgestiegen. Schön. So. Sammeln wir mal alles ein. Das geht zum Glück noch. Wir müssen jetzt aber mal ganz schnell. Schrein. Da oben ist Mikul. Die Mühle ist da. Da müssen wir uns mit der anderen treffen. Den Schrein habe ich übrigens vergessen da hinten. So. Gut. Also, wir zünden jetzt mal die ganzen Schreine an. Da muss ich eine Flasche Wein kaufen. Ich muss das Inventar auch mal leer kriegen. Weil ich treffe mich ja mit meiner, tollen Frau hier. Wo ist sie denn? Großmutter. Hallo. Essener schläft. Sie sagt, ihr hättet ihr geholfen. Danke. Ja, gerne doch. Sehr, sehr gerne. So. Sag mal. So. Mal ganz kurz, ich muss den Waffenmodus wechseln. So. So. Okay. Ich brauche den schnellen Waffenmodus. Ich muss noch ein bisschen üben mit dem Wechseln dann alles. Das kann ich noch nicht so gut, wie es vermutlich eigentlich angedacht ist. Aber wir kriegen das alles hin im Laufe der Zeit. Wir werden da auf jeden Fall sehr, sehr viel üben. Je länger wir das Spiel spielen, desto besser werden wir auch im Kampf dann werden, beziehungsweise auch mit Ausweichen und so weiter und so fort. Es ist halt nur jetzt gerade momentan am Anfang, muss man auch einfach mehr Zeit einrechnen. Und irgendwann kriegen wir das locker flockig alles hin. Dann checke ich das auch mit der Tastenbelegung richtig. Also, dass ich dann Q drücke und so weiter. Und... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich muss die Maus echt noch ein bisschen runterstellen. Die ist gerade noch sehr schnell. Kapelle, Haus des Geistlichen, Abigails Haus. Da müssen wir noch hin. Erstmal das hier markieren. Das habe ich gerade durch Zufall rausgefunden. Durch zufällig auf etwas draufklicken. Verschlossene Tür. Okay. Tür. Komme ich da hin? Bäuerin. Köstlich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Na sicher. Ich speichere mal eben. Ich bin wütend. Okay. Dann sei mal wütend. Hoffentlich nicht auf mich. So. Da.
Doch, da geht's lang.